Meine Damen und Herren, Gerry Seidel, der sich um den Blackout gekümmert hat. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in einem Akku ein. Heb es auf, auch wenn sich jeder Freund verpisst. Dann vergiss nicht, dass jeder einmal Schwurbler ist. Fang das Licht, halt es fest. Auch wenn irgendein Diktator dich verlässt. Heb es auf, bleib fröhlich und sei nicht verhärmt. Weil ein Teelicht dir auch ganz fein die Hände wärmt. Weil ein Teelicht dir auch ganz fein die Hände wärmt. Danke! Schöner geht's nicht! Danke auch fürs Mitsingen. Ach, das Lied. Der Grassock von hinten durchs Kreuz gefallen. Also auch alles Gute, Karel Gott, und bleib oben, komm nicht ab jetzt. Das klingt so. Einen schönen guten Abend, danke, dass ich auch noch drankommen darf. Es freut mich wahnsinnig, dass wir hier so fröhlich beisammen sein können, wodurch zurzeit eine Katastrophe von der anderen gejagt wird. Also manche laufen ja parallel, muss man ganz offen sagen. Jetzt haben wir erst vor kurzem, 2018, glaube ich, war das die große Wirtschaftskrise, überlebt. Zurzeit wird ja so viel Regenwald abgeholzt wie seit Menschengedenken nicht. Also für was deren Klima gibt, wir haben wahnsinnig genau. Die Polkappen schmelzen so schnell wie Prickerl beim Bassi kurz in der Hosentasche. Und dann war ja dieser Dampfer, der da quer gestanden ist im Suezkanal, wo, glaube ich, alles drauf war, was Europa gebraucht hat zum Leben. Und jetzt dieser unselige Krieg im Nachbarland und dieses stete Damoklesschwert, dass der Judokämpfer uns den Gashahn abdreht. Ja, jetzt haben wir aber in Österreich, muss man ganz offen sagen, dieses Riesenglück, dass wir nicht von selbstverliebten Diktatoren regiert werden, die sich im Hinterland irgendwelche Paläste bauen, sondern von weitsichtigen, in Generationen denkenden, unbestechlichen Geistes Riesinnen und Riesen. Ja, na, das darf man schon mal sagen. Ja. So, dass uns das in unserer heiligen Alpenrepublik eigentlich völlig betrifft, weil wir nämlich zu 21% energieautark sind. 21% ist nicht nix, das ist fast ein Viertel. Ja, jetzt muss man sagen, ein Viertel ist an sich ein stimmiges Maß, wenn es um ein Viertel Wein geht. Wenn es um die Energie geht, schaut es ein bisschen anders aus. Böswillig könnte man jetzt natürlich sagen, warum haben wir es in 77 Jahren Frieden nicht auf 90% Unabhängigkeit geschafft? Aber ja, Schwamm drüber. Sage ich jetzt, wenn wir es irgendwie jetzt schaffen, vielleicht wirklich, dass wir unsere Wohnungen nur mit 19 Grad heizen, wie die Bundesregierung ja vorgegeben hat und auch wie die Frau Minister Gewessler vorgeschlagen hat, dass man beim Nudelkochen den Topfdeckel wirklich drauflässt und man schaut auch, dass der wirklich drauf ist und nicht daneben liegt, wo die Energie verloren geht, dann glaube ich, kann alles gut gehen und sie steht auf und verbrennt sich die Haare am Harzschwammerl im Schanigurten. Also muss man sagen. So. Was heißt das also auf gut Österreichisch? Es passt eigentlich eh. Und drum muss ich sagen, trotzdem muss ich sagen, so viele Fernsehkanäle kann in mein Gerät gar nicht eingespeichert haben, dass nicht ein einziger dabei wäre. Also sagen wir so, vielleicht der Sportkanal ab 22 Uhr, wo sie dir im Minutentakt Blackout, Blackout da, Blackout dort, Blackout morgen, könnte aber auch schon heute sein. Ja, und das muss ich ganz offen sagen, jetzt kann man sich dem Ganzen natürlich schutzlos ausliefern oder sich auf den Nachbarn verlassen oder man hat selbst vorgesorgt, also Sorge getragen, und ich habe selbstverständlich selbst vorgesorgt, wovon Sie jetzt einmal grundsätzlich ausgehen können. Wir heizen unsere Wohnung jetzt nur mehr auf 16 Grad. Ja, nämlich weil wir brav sind, ja, da kriegen wir Punkte. Wir heizen auf 16 und nicht von der Bundesregierung auf 19 Grad. Ich habe damit kein Problem, weil ich bin ja nicht daheim. Ja. Ja. Stimmt nicht. Ich habe deswegen kein Problem, weil ich es schon gelernt habe mit meiner Yoga-Lehrerin.
ja, alleine mit der Atmung meinen Puls auf 4 Herzschläge zu reduzieren. Also Puls 4. Das heißt, ich schaffe es. Ich schaffe es quasi. Allein, das kann man lernen. Ich schaffe es, alleine durch die Atmung meine Körpertemperatur auf 9 Grad zu reduzieren und sitze daheim auf einem Kulbeck und warte auf die Windkraft aus Tirol. Zum Beispiel, ja, so leid sich zu sein. Die Welt wird auf 19 Grad gedrosselt und zwar überall, ja, auch im Auto zum Beispiel. Das heißt, Sie fahren mit dem Auto, es ist ein Planquadrat, man winkt Sie mit der Kelle her, Sie öffnen 2 Zentimeter das Fenster und der Inspektor fährt damit einen Thermometer rein und Gnade Gott oder Gnade Karner, vielmehr, Sie haben da 20 Grad. Ich glaube, bei 20 Grad kriegt man einen Punkt in den Führerschein, bei 25 Grad sind es, glaube ich, 2 Punkte und bei 30 Grad muss die Uniform tauschen, mein Kiewer. Aber das ist wirklich... Darum muss ich sagen, also sobald ich irgendwo eine Kelle sehe, mache ich das Dach auf und ich will diese Uniform nicht haben. Aber er will es, glaube ich, auch nicht. So, dass jeder jetzt ein bisschen was getrunken hat bei uns im Land, das ist nicht mehr so arg, das wird auch nicht mehr getestet, weil man drauf kommt, dass nicht nur das Wagel einen Frostschutz braucht, sondern auch der, der drinnen sitzt. Ne? Zu Hause habe ich dann auch vorgesorgt, also zusätzlich zu 400 Liter Treibstoff und ein 14 kW Notstromaggregat haben wir noch 20.000 D-Lichter. Alle IKEA-Filialen haben wir zusammengekauft, das ist irgendwie, geht. 16 Hühner, wir haben 70 Feuerzeuge, 300 Liter Bier. Meine Frau hat noch gedacht an ein Kamel wegen der Wasserversorgung, weil die ja in den 2 Höckern so schöne Speicher haben. Das war mir dann aber ein bisschen zu groß für die Wohnung, muss ich sagen, da habe ich ausgelassen. Und jetzt muss man aber dazu sagen noch, die Medaille hat immer 2 Seiten. Ja? Jetzt kommt dieser Blackout und Sie sind zu Hause. Gut, aber was ist, wenn Sie nicht zu Hause sind? Ja, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, alle verstreut, haben sich Familien schon ausgemacht, hat sie gesagt, Kevin, wenn Blackout ist, mir treffen wir sich zu Hause. Sagt der Kevin, wo, Tante Peter? Bei Mama oder bei der Papa? Ja? Und da können Sie schon das Problem erkennen. Also, wo soll der Kevin hin? Ja, und vor allem, wie? Zu Fuß? Der Kevin geht nicht zu Fuß. Der geht nur einmal im Jahr zu Fuß bei der Demo für Fridays for Future. Da geht der Kevin zu Fuß. Da steigt er aus dem SUV. Steigt der Kevin aus beim SUV und geht einmal 15 Minuten zu Fuß am Ring. Vom Ballhausplatz bis zum Parlament. Und sagt dort und demonstriert, dass er auch zu Fuß gekommen ist. Und dann ist die Frage, wo ist der Kevin gerade? Wenn der in der U-Bahn ist und steht gerade auf der Rolltreppe, wie lange soll er dort stehen bleiben? Ja. 1 Stunde, 2 Stunden oder so lange, bis der Tante Peter kommt. Und jetzt hat seine Mutter dann gesagt, Kevin, wenn was ist, gehst zum Starbucks, da sind die Becher beschriftet, da finden wir dich auch gleich. Ja, da finden wir. Und das sind die Themen, die wir zurzeit diskutieren müssen. Ich sage immer, wir brauchen keinen U-Ausschuss, wir brauchen einen U-Bahn-Ausschuss. Ja? Was bringt uns auch dieser U-Ausschuss? Es kommt ja eh nichts aus. Er schaut ums Geld, muss man sagen. Ja, was kommt denn jetzt raus, dass die Türkisen die Krone gekauft haben? Ja, die haben es maximal den Roten zurückgekauft. Aber sonst kommt ja nichts raus. Und dieses stete Anpatzen, ja, muss ich sagen, dieser ehrenwerten Personen, das bringt uns ja nicht weiter. Das ist ja nur Zeitraub. Und ich glaube, solange der Wähler sich nicht irgendwie ändert, muss ich sagen, werden sich die Sobotka suhlen in ihrer Unbesiegbarkeit. Ja, und da stellt sich die Frage, lebt der Kogler zum Beispiel noch? Also wo sind die ganzen Leute auf einmal? Und eine Krähe hat der anderen noch nie ein Auge ausgeheckt. Das muss man schon einmal sagen. Ja. Und das sind die Themen. Aber tut mir leid, muss ich sagen, dafür habe ich keine Zeit, denn ich muss selbst Vorsorge tragen. Ich habe jetzt einen Ersten-Hilfe-Kurs möchte ich machen. Das ist was mich interessiert. Also wie kann ich helfen? Wie zum Beispiel, wie merke ich, dass wer blutet oder was mache ich, wenn wer blutet oder wann ist die Seitenlage stabil oder wie kann ich hier angelehnt an deins vielleicht, also wie kann ich daheim in kleinen Werkzeugen selbst eine Blinddarmoperation durchführen, nicht, wenn kein Arzt zugegen ist. Nicht? Also die erste Hilfe, muss man sagen, bleibt ja sehr oft aus bei Herrn und Frau Österreicherin und diverse, weil sie in erster Linie immer mit Schauen beschäftigt sind. Ja? Und zum Schauen kommt dann noch ein Mitfilmen und Versenden der Bilder mit einem Begleitschreiben im Sinne von, das kannst du ja nicht vorstellen, was ich gerade gesehen habe. Ja? Also, so. Aber ich mache die Erste Hilfe, nur du kannst heute keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr bekommen, muss ich auch dazu sagen, angemeldet, alles ausgebucht. Jetzt habe ich mich für einen Zweite-Hilfe-Kurs angemeldet.
Genau. Ich muss sagen, komme ich auch fast nicht durch. Das Erste, was man beim Zweite-Hilfe-Kurs lernt, ist, wir erkennen einen Hinterbliebenen. Ja, das ist auch nicht unwesentlich, muss dazu sagen. Wir haben das einmal erlebt auf einer Baustelle. Wir haben einen fürchterlichen Unfall. Der Kogler-Ernstl ist vom Gerüst runtergeflogen. Wirklich ein guter Mitarbeiter, leider komplett, also sofort verstorben, eine tragische Geschichte. Und jetzt war die Frage, wer sagt seiner Frau? Nicht? Haben wir dann so mal geschaut und haben gesagt, wer sagt? Haben wir gesagt, Murat, geh du, weil du kennst dich am besten aus mit Frauen, du hast 4, also mach das. So. Und es ist der Murat zur Kohler-Witwe hingegangen und kommt, glaube ich, nach einer Stunde, kommt er zurück, freudestrahlend mit einer Kiste Bier. Sag mal, Murat, was ist los? Du hättest der Kogler, Frau Kohler sagen sollen, dass der Ernstl gestorben ist. Sagt der hab ich, Chef. So habe ich gesagt, Frau Kohler, sind Sie die Witwe Kohler? Sagt sie, nein. Sagt er, was wird man? Ja, ja. Der ist einer der. Ja. Und so kann es nicht weitergehen. Da müssen wir uns schulen. Wir müssen uns weiter schulen, auch wenn die Schulen längst zugesperrt sein werden. Und wissen Sie, was ich glaube, wenn es in diesem Land, wenn es um Politik geht, auch wieder einmal um Politik geht, wenn es bei der Wissenschaft wieder einmal um die Wissenschaft geht und wenn es beim Journalismus wieder einmal um Journalismus geht, dann hat sich der Blackout auch verabschiedet. Und dann habe ich eine große Bitte. Wenn es dann aber so weit ist, der Letzte dreht das Licht wieder auf. Dankeschön.